ein Feuerwerk auf allen Ebenen. Inwieweit? Ja, auch zum Tierchen gucken und auch einmal der Inhalt, aber auch, also ich spreche jetzt vom Vortrag, auch das Tierchen gucken und beobachten. Ich stelle fest, es ist wirklich so, wie du sagst, man sieht nur Geistlosigkeit. Ein Tierchen kann nur perspektivisch agieren. Eine Figur, ein Protagonist in einem Traum kann bloß das sagen, tun oder so erscheinen, wie er geträumt wird. Wenn du das einmal akzeptierst, und dann wirst du feststellen, dass du in einem Glaubenssystem hängst, in einem Programm hängst. Das ist keine Frage, ob das stimmt oder nicht stimmt, was ich sage. Dann betone ich immer wieder, wenn du Geist bist, dann hörst du mich jetzt sprechen. Und wenn du mich sprechen hörst, geh diese Gedankengänge mit dem Intellekt, den ich dir jetzt zuspreche. Jetzt merkst du, jetzt mache ich den Geist, der mich sprechen hört, zu was ausgedacht. Das heißt, ich muss eins drüber sein. Das ist die Beziehung von JCH zu ICH Rot. Das ist aber eigentlich, die Grundregel ist ja, dass du eigentlich ich bist. Du hast es bloß vergessen. Mhm. Du hast auch vergessen, dass du ein rotes Ich bist. Weil du nämlich dich mit dem blauen Ich, aufgrund deines blauen Ichs, dieses Programms, dieser Logik, verwechselst du dich mit einem Gedanken von dir. Mhm. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Und wenn du dann reinschaust, das ist so eine riesengroße Falle. Darum kann ich immer wieder nur betonen, hör auf die einfachen Sätze. Mach dir bewusst, was jetzt als Information vorliegt. Schon die Erklärungsmodelle, wo das herkommt, sollte dich momentan gar nicht interessieren, weil das lenkt dich schon wieder meistens mit deiner jetzigen Logik in ein Außen als Quelle. Dieses Gefühl, man hat ja sein ganzes Wissen von außen in sich reingeschaufelt. Das ist jetzt der Fehler an der Schwammbeispielmetapher. Dass ich immer wieder darauf hinweise, das ist deiner momentanen Logik geschuldet. Dass du dich mit dem Umfeld, in dem du groß wirst, merkst du, und in dem Moment mache ich dich schon zu einem Trockennasenaffen, der hier vom Säugling sich weiterentwickelt zu einem Erwachsenen und sich mit seinem Umfeld, mit dem Wissen der Menschen um ihn herum vollsaugt. Mhm. Ich sage immer wieder, das ist erst einmal eine Vereinfachung, die du verstehen kannst. Aber wenn wir dann einen Schritt weitergehen, mache ich dich zu einem Computer, der hier dieses Programm, dieses Wissen auf einmal bekommt auf einer tieferen Ebene, wenn du die Transversale verstanden hast und du rasterst jetzt das wie ein Film Bild für Bild ab, was in dir drin ist. Mhm. Das wurde nie in der Vergangenheit in dich hineingedaunt. Mhm. Mhm. Wir müssen das schrittweise gehen. Mhm. Und dann wirst du dann natürlich merken, dass zum Beispiel hier, wenn die Wissenschaft, diese Creatio ex nihilo, dieses große Problem von der Wissenschaft selber, da gibt es Aussagen, die sind so geistlos, so hirnrissig, dass ich wirklich bloß sagen kann, es ist tiefste Religion, die Naturwissenschaft ist wesentlich dogmatische Religion wie jede fanatische Sekte. Es ist halt der Massenglauben. Kann man ganz leicht überprüfen, alles, was die behaupten, erfordert zwingend etwas zu glauben, was du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, das ist Geschwätz vom Zweiten. Das gilt übrigens auch für die ganzen Religionen und für die Esoterik. Und ich sage, das kannst du ganz leicht überwinden, aber es ist halt ein Spiel, das spielst du mit dir ganz allein. Also der, der uns zwei jetzt ausdenkt. Dieser Geist. Mhm. Das ist nicht der, der jetzt eventuell vom Computer sitzt und sich das Video anschaut. Das ist schon wieder was Ausgedachtes. Mhm. Du musst nur die Gedankengänge mitgehen und dann machst du dir bewusst, was jetzt da ist. Jetzt könnte ich wieder sagen, du siehst jetzt ein Pixelmännchen, du hörst einen Lautsprecher zu und jetzt hast du natürlich in dir ein Erklärungsmodell. Und das ist das hier, ich habe das ja in dem Mattengespräch nochmal angesprochen. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Und das ist ein riesengroßes Gefängnis. Und die Creatio ex nihilo, ein ausgedachtes Nichts, wo die Naturwissenschaft sich natürlich wehrt. Ein Grundsatz in der naturwissenschaftlichen Forschung ist zum Beispiel, wenn wir den Aufbau eines Atoms verstanden haben, dann wissen wir, wie die ganze Welt funktioniert. Und dann stürzt sich die ganze Naturwissenschaft in den Teilchenbeschleunigern, die mir uns jetzt ausdenken, die sich nur einer ausdenken kann, der es auf seinen Schwamminhalt drauf hat. Geh mal davon aus, dass wenn du dir einen Liebesfilm anschaust, einen ganz normalen Liebesfilm oder einen normalen Krimi, als Film, als Datei, dass hier mit ziemlicher Sicherheit kein Außerirdischer auftauchen wird. Den siehst du in Science-Fiction-Filmen. Das heißt, nur wenn du die Datei eines Science-Fiction-Films auf deinem Computer hast, der du selbst bist, auf deinen Schwamminhalt hast, kannst du dir zumindest einen Außerirdischen ausdenken. Was noch lange nicht hast, dass du ihn auf der VR-Brille realisieren kannst, das würde ja erfordern, dass du
felsenfest glaubst, dass da außen auch Außerirdische existieren. Ja. Aber wenn du jetzt einen normalen Krimi, einen Dordot anschaust oder einen Liebesfilm dir anschaust, so ein Zeichen, eine Bircher oder wie die alle heißen, dann wirst du feststellen, da wird mit Sicherheit innerhalb dieser Filme niemals irgendwie ein Außerirdischer auftauchen oder überhaupt Gesprächsthema sein. Ja. Weil ja. das eine andere Datei ist. Ja. Das heißt, du kannst nur deine momentane Datei durchforsten und da gibt es natürlich viele Sachen. Ich spreche jetzt von Außerirdischen und ich spreche von Liebesfilmen. Du musst wissen, dein Intellekt ist so ein begrenztes System, das komplett alles für dich nicht sichtbar macht, was auf deinem Film nicht drauf ist, auf deiner Datei. Mhm. Jetzt ist natürlich auf deiner Datei sind natürlich auch Science-Fiction-Filme und das Wissen über Außerirdische, ich sage nicht, dass du das glauben musst. Zumindest weißt du, dass es Menschen gibt, die sich Außerirdische ausdenken. Du kannst auch dazugehören. Das kannst du ja anschauen, was du glaubst. Mhm. Wir bleiben in dem Bereich, was man überprüfen kann, und zwar 100% überprüfen kann. Und um etwas überprüfen zu können, muss das hier und jetzt eine Information von dir selbst sein. Mhm. Jetzt ist natürlich da im Hintergrund, wenn du reinschaust, wo ist eine Information, was ist in meinem Gehirn? Jetzt ist es wieder festgelegt, dass du in vielen Sachen hier Vorstellungen setzt, die als hundertprozentig sicher bewiesen gelten. Nichts ist unsicherer und nichts ist weniger hundertprozentig sicher, wie dass du ein Gehirn bist oder ein Gehirn besitzt. Du besitzt ein Gehirn, wenn du an das Gehirn denkst. Dann besitzt du aber auch eine Erdkugel und ein ganzes Universum, so wie du dir bei dem Wort Universum hier einen riesengroßen Raum mit unendlich vielen Sternen vorstellst. Aber Information ist das erste Mal in dem Moment, wenn du dran denkst. Das heißt, es existiert erst, wenn es von dir gedacht wird und jeder neue Gedanke zerstört diesen bestehenden Gedanken. Die Information formt sich um. Ob das jetzt stimmt oder nicht stimmt, die Frage stellt sich gar nicht. Ja. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, was die Naturwissenschaft sagt, dass wenn ich jetzt kleinste Teilchen wir denken uns jetzt mit dem Wissen, das ich dir jetzt zuspreche, dass du was von Teilchenbeschleuniger weißt, du ganz am Rande vom Hörensagen, dass da Milliarden ausgegeben werden, an Steuergeldern von einer internationalen Gemeinschaft, um eben diesen kleinsten Teilchen zu erforschen, um zu wissen, was das Ganze ist. Es ist so unendlich geistlose Gedanken, wenn man sich darauf einlässt, besser man weiß überhaupt nichts davon und denkt sich das erst gar nicht aus. Es ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt so sage, wir stürzen uns auf einen Ziegelstein, okay, und sagen, wenn wir wissen, wie der Ziegelstein aufgebaut ist, dann wissen wir, wie das Haus funktioniert und die Familie, die drin ist. Ja. Wenn ich das so sage, ist das sowas wie, wie kann ich Milliarden ausgeben, um einen Ziegelstein zu erforschen und mir dann einzureden, wenn ich weiß, wie die Materie aufgebaut ist. Wenn ich weiß, wie das Kleinste in der Materie funktioniert, weiß ich, wie das Ganze funktioniert. Das ist Naturwissenschaft. Mhm. Das ist natürlich hier mit nichts, das ist das große Problem. Das habe ich so unterschwellig in dem Blindfeld-Vortrag nochmal mit reingetan, dass du immer wissen musst, wenn wir eine Gedankenwelle haben. Und das Erste ist erst einmal das Nichts und das Alles. Mhm. Dass die Welle, es gibt keinen Wellenberg ohne ein Wellental. Nimm das einmal als Metapher. Mhm. Mhm. Das heißt, das Nichts, das ja nichts ist. Und das Existierende, das aus dem Nichts heraustritt, das eine bedingt das andere, wie das Ei die Henne. Aber das hat nichts mit einer chronologischen Abfolge zu tun. Der vorm Spiegel und der hinterm Spiegel oder im Spiegel, je nachdem, wie du das nennen willst, ist eine Spiegelung. Mhm. Das, was die Wirklichkeit ist, das, was das Zentrum ist, ist in dem Moment unser symbolischer Spiegel. Auf Hebräisch Rai, R-A-I, rot geschrieben, der Kopf des Schöpfergottes. Mhm. Wenn du dir den denkst, ist ja schon wieder Information. Mhm. So müssen wir das ganz bewusst wissen, was das Rote ist. Und jetzt wird es ganz interessant. Das klingt jetzt komisch, was ich sage, aber das Nichts wird erst zu etwas, wenn es ein Nicht-Nichts gibt. Lass das einmal auf dich wirken. Mhm. Es gibt erst einen Wellenberg, wenn ein Wellendal da ist. Mhm. Das Wellendal, sagen wir jetzt einmal, der Wellenberg ist etwas, nämlich Wasser, und das Wellendal ist nichts. Dieses Nichts beginnt erst zu existieren, wenn Wasser, wenn der Wellenberg da ist. Wenn der Wellenberg jetzt nämlich nicht da ist und jetzt musst du das auf die Nulllinie beziehen, gibt es auch dieses Nichts nicht, das wir Wellendal nennen.
Es ist auch nichts, wenn es da ist. Aber dieses ausgedachte Nichts ist die Ursache für etwas. Ja, ja. Soll ich es nochmal wiederholen? Ich dieser Metapher ist das Wellental ja eigentlich nichts. Ja, ja. Und der Wellenberg ist ein Wasserberg gespiegelt. Mhm. Und den Wasserberg gibt es bloß, weil es das Nichts gibt. Dieses ausgedachte Nichts. Genau. Das wenn das ausgedachte Nichts nicht geben würde, würde es auch den Wellenberg nicht geben. Mhm. Umgekehrt aber genauso. Es gibt keinen Wellenberg, wenn es dieses ausgedachte Nichts nicht gibt. Und alles entspringt aus diesen ausgedachten Nichts. Mhm. Das können auch systemnichtrelevante Parameter sein, die nötig sind für einen systemrelevanten Parameter. Mhm. Denk an mein Beispiel, ich gehe da nicht nochmal drauf ein. Mhm. Ja. Das eigentliche, absolute Nichts ist der Wasserspiegel. Jetzt sind wir beim Spiegel, das ist der Kopf des Schöpfergottes. Der jetzt natürlich nicht mehr nichts ist, weil wir uns ausdenken. Ja, ja. Jetzt pass auf, jetzt machen wir das nochmal klassisch. Wir sagen mal, das Nichts ist Stille. Stille ist etwas, was du nicht wahrnehmen kannst. Stille existiert auch nicht, wenn du nicht ganz bewusst Stille als Information hast. Mhm. Lass das bitte auf dich wirken. Das heißt, in dem Moment, wo du sagst, ist jetzt schön still, nicht sagen, sondern in dem Moment, wo du dir das denkst, hast du ja Geräusche in deinem roten Kopf. Das heißt, dieses Geräusch still ist genau das Gegenteil von der Stille, die du damit bezeichnest. Wenn du jetzt aber das Geräusch, ist es jetzt still, wenn du dieses Geräusch nicht hast, dann ist es auch nicht still. Dann kannst du auch keine Stille denken. Weil was denkst du, wenn du an Stille denkst? An ist es jetzt still? Und ich sage, der normale Mensch, wenn jetzt gehen wir wieder in die normale Ebene, wenn du spazieren gehst und du hältst dir da einen Moment inne, da ist kein Gedanke da. Okay? Und dann sagst du, es ist jetzt schön still. Da ist kein Gedanke da und du sagst, es ist jetzt schön still. Du meinst, du sagst es danach oder in dem Moment. In dem Moment, wo du das denkst, ist jetzt schön still, ist es ja nicht mehr still, weil jetzt ist ja Geräusch da. Aber jetzt hast du wieder diese zeitliche Verschiebung, dass du meinst, da kommt das Tal und dann kommt der Wellenberg. Der Wellenberg symboliert jetzt unser Geräusch. Das ist aber nicht, du musst es hochkant drehen, das ist die Ursache für das. Mhm. Ich wiederhole es nochmal. Mhm. Das chronologische Denken, dass zwei Sachen, die zusammengehören, wenn ich das so mache, wenn du die in einer Zeitachse machst, wie die Worte in einer Zeile, wo du dir einredest, wenn du zum Lesen anfängst, dass die zeitlich nacheinander kommen, was auf der tieferen Ebene ja gleichzeitig ist. Dasselbe gilt für den Wellenberg und das Wellendoll. Das immer denkt zusammengeschoben, wir haben keine Zukunft und keine Vergangenheit, sondern wir drehen das eben. Und jetzt ist es, du hältst inne, du hast jetzt und du denkst dir, ist jetzt schön still. Das denkst du in dem Moment, wo es still ist, weil es passiert, das ist genau, da ist die Stille ist es, wenn da ist nichts und dann setzt du das drauf und es kommt nicht nacheinander, sondern das ist gleichzeitig drauf. Ja. So funktioniert der Geist. Und das ist am Anfang nur extrem ungewohnt, wenn sich der Zweite einmischt. Mhm. Und darum ist es auch so wichtig, dieses Jein zu verstehen. Es hebt alles aus den Angeln und es bleibt was, versuchst nicht irgendwelchen Figuren zu erklären. Ja. Ist wirklich der Unterschied von dem Udo. Du kannst es machen, wenn ein Udo in dir auftaucht. Wir haben dasselbe Problem ja, wo ich zigfach erklärt habe, schon hier und jetzt gedacht, wenn ich 20 Seiten zurückblätter, ich sage, vor 20 Jahren habe ich schon darauf hingewiesen, hast du schon mal Helligkeit, wenn einer sagt, jetzt ist es hell. Hell ist so ein Begriff, ein Nichtsbegriff. Hell ist nicht etwas, was du sehen kannst, sondern du bezeichnest hell dann, wenn du auf deiner VR-Brille, wenn die VR-Brille angeht und du ganz bewusst aus den Augen rausschaust, was ja du niemals magst, du schaust ja nicht aus der VR-Brille raus, auch wieder ein Symbol. Ja. Das jedes dieser Symbole zu erklären, würde tausende von Zeiten für einen, der sich nicht damit beschäftigt hat, benötigen. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wo du sagst, es ist hell, sagst du bloß, dass ich jetzt eine optische Wahrnehmung mache. Mhm. Aber sehen, Helligkeit kann man nicht sehen. So wie man in Wind nicht sehen kann. Du siehst Phänomene, die angeblich nach deiner Logik der Wind aufschmeißt, wenn sich Bäume bewegen. Du kannst Wind spüren, aber du kannst ihn nicht sehen. Ja,
mit der Interpretation, ja. Mhm. Was genau dasselbe ist mit Licht, bin ich genau darauf eingegangen. Also alles, was die dir mit Photonen und so weiter erzählen, du klingst dich in eine Logik ein, die tiefste Religion ist, die du nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, aber weil du jetzt so programmiert bist, dass die, die das äußern in deinem Traum, diese Figuren, dass die ja so gescheit sind, setzt du dich lieber als Dummen hin, der das nicht mitkommt und du hältst den Mund, dass keiner mitkriegt, dass du blöd bist. Oder du plapperst es mit und dann gehörst du auch zu den Gescheiten. Mhm. Und die Gescheiten sind Geschiedene. Mhm. Mhm. Das ist halt der Kleine, da war doch so ein kleiner Witz, weiß nicht, ob du den mitkriegt hast, wo Gott hier den Menschen erschaffen hat, wenn du jetzt ein Häufchen siehst und was dir mal, wenn du Bilder siehst von dem Darm, von den Darmgeschlingen und du siehst Bilder vom Gehirn, das sieht ja fast gleich aus. Mhm. Wie Gott die Menschen zusammengebaut hat, da hat er sich bei einigen verdorren und hat den Darm in den Kopf reingebaut und das Gehirn bei den anderen in den Magen reingebaut. Und weißt du, woran man das erkennt? Dass die, die den Darm im Kopf haben, die denken nur Scheiße. Die, die das Gehirn im Magen haben, beziehungsweise da drinnen, die nennen wir Klugscheißer. Ja. Es ist aber doch alles bloß noch rein zufällig. Weißt du, und das ist eigentlich das, was man hier irgendwann einmal verstehen muss, dieses Was bin ich selbst? Und es ist wirklich nicht die Grundlagen, wo ich sage, mach diese ganzen Interpretationsmittel aus dir raus, mach dir bewusst, was du glaubst. Das ist das Einzige, was ich dich fordere. Mhm. Und ob man das wirklich überprüfen kann. Und dann kann ich immer wieder nur sagen, du wirst feststellen, dann ist alles, was Zeitgeschichte ist, ist vom Tisch. Alles. Ja. Alles, was du nicht innerhalb deines jetzigen Lebens und immer dran denken, alle Seiten in dem Buch sind gleichzeitig da. Mhm. Du erlebst dich jetzt als 7-Jähriger, du Geist, und du erlebst dich als 10-Jähriger, aber du kannst dich immer nur jetzt erleben. Das ist das, was ich diese transversalen Gedanken nenne. Da gibt es nichts drüber zu diskutieren. Und schon immer die Fragen, ob was existiert oder ob was nicht existiert, die Fragen stellen sich gar nicht. Schau, was da ist und das, was da ist, existiert. Erinnere dich an einen alten Satz vom Udo. Er sagt, bezweifle niemals das Erscheinungsphänomen Materie als Ding an sich. Da könntet ihr jetzt jemanden einreden, das ist nur Maya oder das ist ja nur eine Information von dir in deinem Gehirn oder eben nicht im Gehirn oder wo auch immer. Wenn du was wahrnimmst, dann ist es. In dem Moment existiert es. Und wenn du eine sinnlich wahrgenommene Materie zu sehen bekommst und zu erleben bekommst, erleben und sehen du das nur der Geist, der das sieht und erlebt. Niemals irgendein Gedanke. Dann ist diese Materie, ich sage, wenn ich jetzt in einer gewissen Entfernung vor mir eine Kaffeetasse sehe, bin ja immer der Mittelpunkt. Dann befindet die sich in meiner Peripherie, in meinem Umfeld. Dann kann ich die anfassen und dann ist die hart. Dann kann ich die hochheben, die kann heiß sein. Das löst alles Gefühle in mir aus. Und in dem Moment, wo ein Gefühl da ist, Information ist sehr breit gesteckt. Ich sage, Information geht los von fester Materie mit Gewicht über Schmerzen bis hin zu einem Hauch, eine Ahnung, die du hast, so einen Hauch von Hunger oder ein komisches Gefühl, wenn du dich verliebst, das sind ja alles Informationen. Mhm. Das sind Informationen, das eine wie das andere. Mhm. Und dann teile ich schon wieder ein. Das wird halt immer, mir nennt er das immer so esoterisch, immer feinstofflicher. Die schwerste Form ist diese Materie. Oder dann der laute Schmerz, wenn du einen richtigen Schmerz hast, das ist ein Unterschied, ob du einen Hauch erahnst, dass du dich unwohl fühlst oder ob du richtig Schmerzen hast, dass du nicht mehr klar denken kannst. Aber es sind alles Informationen, mit denen du konfrontiert wirst. Und jetzt immer wieder an das Fron, an das im Fron stehende Tier nennen, das du selbst bist, weil du dich mit deinen Gedanken verwechselst. Es erlebt nicht dieser Körper oder das Gehirn, das du zu sein glaubst. Du Geist erlebst es. Mhm. Und jetzt kommt natürlich dieses Unbewusstsein des Menschen, dass er immer wieder meint, wenn er mit was Neuem konfrontiert wird, es immer aus ihm selbst auftaucht. Das, was du jetzt hörst, taucht jetzt aus dir selbst auf. Der ist nicht irgendwo da außen ein Udo. Wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Geist. Das ist natürlich schon wieder ausgedachter Geist. In deinem Verstand, in deinem Intellekt. Nenn es, wie du es willst.
Und jetzt ist es schön immer wieder, wenn du was siehst, zu sagen, hell, hell sieht man nicht. Es ist nur eine Bezeichnung, so wie du Wetter nicht sehen kannst. Das ist jetzt wieder dasselbe. Du kannst kein Wetter sehen und du kannst deine Küche nicht anschauen. Man geht immer noch davon aus, da außen ist ein dreidimensionaler Körper, den du vor dich hinstellst, ein Raum, Entschuldigung, wo Sachen drin sind, aber du bist ja immer das Zentrum. Darum ist eigentlich jetzt hier, wenn ich sage wieder, unsere Küche, ich wiederhole es nochmal, ist Schrödingers Kasten, Kiste, ist ja die Deba. Im Hebräischen, du weißt, heißt ja, Deba ist ja nicht nur das Kistchen, wo der Moses drin liegt oder die Arche, wo die Menschheit gerettet wird. Zumindest 8 Stück. Der Rest sind Tierwesen, andere Charaktere, sondern die Deba heißt auch das geschriebene Wort. Und darum sage ich immer, wenn du ein Wort stehen hast, es hat zu viele Möglichkeiten, die du draus machen kannst. Mhm. Was legst du aus bei dem Wort Krebs? Was stellst du dir vor bei dem Wort Krebs? Mhm. Das hat mir schon so oft gehabt, da kannst du jetzt mehrere Sachen, die in deinem Intellekt drin sind, denen ich dir zuspreche, aber es gibt noch unendlich andere Sachen. Das ist es, wenn ich sage, ich mache aus jedem Wort ein 400-Seiten-Buch. Mhm. Das ist nicht willkürlich, sondern das ist in einem strengen arithmetischen System, hängt es dann, das, was ich aufbaue mit 400 Seiten, entspringt wie ein Mandelbrot-Fraktal aus diesem einen Wort. Mhm. Maßgeblich. Da ist dieses eine Wort die Grundlage dafür. Und da bauen sich ganze Geschichten in dir auf, die in den einen Wort drinstecken. Das kann man übrigens alles überprüfen, wenn man sich die Zeit nimmt und wenn man das Prinzip verstanden hat. Jetzt ist natürlich noch interessant, dass du natürlich auch dunkel, wenn man sagt, dunkel kann man nicht sehen, das Gegenteil von hell kann man natürlich auch sehen. Wenn ich sage, mach einfach die Augen zu, dann siehst du finster. Aber auch das Finster existiert nur, wenn du es denkst. Das habe ich ja schon so oft gesagt. Ein normales raumzeitliches Beispiel, du setzt dich hin und machst die Augen zu und du schaust jetzt mal ganz bewusst deine Information an, die ist in dem Moment finster. Du kannst dann jetzt, ich rede jetzt normal, zwei Hände dir ausdenken, wo du sagst, meine Hände, die kannst du auf die von dir ausgedachten Augen drauflegen, dann wird es noch finsterer am Tag. Und dann ist es nie gleichmäßig schwarz, sondern das flackert dann irgendwie, je nachdem, was du vorher gesehen hast. Aber der Witz ist, wenn du jetzt, wir gehen mal normal, wenn du ins Bett gehst, die Augen zumachst, siehst du dann, dass wenn du die Augen zumachst, dass es finster wird, ist dir das bewusst? Jetzt im Nachhinein, wenn du das ausdenkst? Natürlich, selbstverständlich. Aber wenn du abends gehst, verschwendest du einen Gedanken dran, dir zu sagen, jetzt ist es finster, wenn du die Augen zumachst, dass du speziell an finster denkst? Du machst die Augen zu und denkst an irgendwas anders wie an finster. Ja. Und jetzt ist die große Frage, ganz wichtig, jetzt ist die Frage, wenn du im Bett liegst, die Augen zumachst und dir geht irgendwas durch den Kopf, ist dir dann eigentlich bewusst, dass du eigentlich bloß finster sein kannst? Siehst du das finster oder siehst du bloß das, was dir durch den Kopf geht? Was auch noch eine interessantere Frage ist, existiert dann eigentlich der Kopf, wenn du nicht an den Kopf denkst, durch den das alles durchgeht? Und das kannst du dir hundertprozentig sicher beantworten. Du wirst bloß merken, dass sich immer wieder ganz massiv der Zweite einmischt. Der jetzt wieder Vergangenheiten konstruiert. Das ist immer wieder mein Beispiel hier, wenn ich jetzt sage, war jetzt die ganze Zeit der Schrank hinter dir da. Jetzt schau in dich rein, was du glaubst. Schau einfach rein, was du glaubst. Es ist hundertprozentig sicher, du hast an den Schrank nicht gedacht, also existiert der Schrank auch nicht. Für dich. Ja. Für den Denker. Für den Denker existiert immer nur das, was er denkt und es ist genauso, wie er es denkt. Und jetzt ein ganz wichtiger Satz in dem Bleinfeld-Vortrag. Egal an was du denkst, der Einzige, der diesen Gedanken, den du denkst, verändern kann, das bist du. Jetzt wirst du aber feststellen, wenn du schaust, dass sich das ständig verändert, dass du einen Gedanken nicht am Leben erhalten kannst. Die 200 Gramm rote Knete. Und jetzt machen wir den Sprung, dass ich sage, jetzt denken wir uns irgendwelche Menschen aus. Egal an wen du denkst. Es spielt keine Rolle, ob du an dich selbst denkst, als Körper oder an irgendeinen anderen Menschen oder als Mensch. Mensch ist ja was anderes wie ein Körper. Die Menschen, die von dir gedacht werden, existieren nur, wenn du sie denkst und die sind genauso, wie du sie denkst, inklusive das, was du selbst zu sein glaubst. Der gehört auch dazu, zu den ausgedachten Menschen. Ja, klar. Und der Einzige, der diese Gedanken verändern kann, ist der, der sich die Gedanken ausdenkt. Ein Gedanke kann nur von dem verändert werden. Das heißt, du kannst sogar das Weltbild verändern. Das ja immer nur existiert. Du kannst dir jetzt ein Weltbild ausdenken, das an das du glaubst, von dem du ein Leben lang, was ist ein Leben lang? Das
Das ist das Buch, das du zurzeit liest. Mehr ist es ja nicht. Mhm. Und da ist jetzt irgendein Wissen drin, was da außen ist. Die Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht, zum Beispiel. Du kannst das verändern. Du musst es dir bloß anders denken. Jetzt wirst du merken, mischt sich der Zweite ein. Ja, wenn ich mir das anders denke, ist es doch trotzdem noch eine Kugel. Ich sage, es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Dann hast du es nicht verändert. Mhm. Auch die Wünsche. Das ist bei vielen, die kriegen das nicht mit, was ich ihnen eigentlich mitteile. Was sich in dir gnadenlos, ich betone wirklich, gnadenlos verwirklicht, das ist dein Glaube. Mhm. Was sich nicht unbedingt verwirklicht oder meistens nicht, das sind deine Wünsche. Aber jeder Wunsch, der in dir auftaucht, hat im Hintergrund einen Glauben. Und darum sage ich nochmal, wenn du dir wünschst, dass du gesund wirst, glaubst du, dass du krank bist? Und jetzt wird der Zweite dir erklären, das ist doch so ein Krampf, was der Udo erzählt. Ich wünsche mir bloß, gesund werden zu wollen, weil ich krank bin. Du denkst ja auch, du wurdest von deiner Mutter geboren. Ich sage, nein, deine Mutter stammt von dir ab, weil ich mich ja mit dem Geist unterhalte, der sich das ausdenkt und nicht mit irgendeinen Gedanken. Ja. Das musst du checken. Ja. Auch die Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht, die du dir denkst, die kommt von dem, der sich das ausdenkt. Und nicht von irgendeinem Trockenhausen auf dieser Erdkugel. Das ist alles ausgedachte Dinge. Die ausgedachten Dinge werden dich weniger interessieren, die werden sekundär werden, wenn du mal anfängst, dich für dich selbst zu interessieren. Jetzt magst du ein Nullsummenspiel. Du wirst wirklich, das musst du ganz alleine machen. Mhm. Und jetzt ist es immer wieder, wo ich sage, den Sprung nimm, setz dich nicht als irgendein Trockennasen auf eine Erdkugel, sondern setz dich als einen träumenden Geist, der im Hintergrund glaubt, an dieses heliozentrische Weltbild glaubt, an das er in der Regel ja nie denkt. Das ist das Grundkonstruktprogramm und sich jetzt zu einem sterblichen Säugetier auf diese Erdkugel macht. Und dann erlebst du praktisch ein Fantasieleben von einem Lebewesen, einem sterblichen Säugetier, einen Enosch, einen Trockennasenaffen auf dieser von dir ausgedachten Erdkugel. Und wenn du dich jetzt nicht zu diesem Wesen magst, das du zu sein glaubst, sondern zu einem träumenden Geist magst, dann bist du schon der Schöpfer, die Quelle für das. Das ist wichtig, aber immer noch was Ausgedachtes. Und ausgedachte Sachen haben keine Freiheit. Da musst du immer noch klar sein, es geht mir, dass du das Prinzip verstehst. Das führt dich einen Schritt weiter. Ich sage, erst wenn du deine Prüfung bestehst, kommst du auf die nächste Ebene. Wenn du die Fahrschulprüfung bestehst in der Theorie und in der Praxis, dann kriegst du den Führerschein und dann bist du frei. Und es ist zurzeit eine Führerscheinprüfungsbogen-Traumwelt. Nimm das einfach an. Das ist jetzt eine Sache, das kann ich dir momentan nicht beweisen, aber du wirst feststellen, dass es so ist. Und zwar hundertprozentig sicher. Das ist jetzt geschuldet, dass ich in deiner Logik zu dir sprechen muss. Und mach dir bitte nicht in irgendeiner Form jetzt wieder vor, wenn du unachtsam bist, dass ich das die ganze Zeit der Ariane erkläre. Ich erkläre das nicht dem Pixelmännchen. Und der erklärt, der Lautsprecher, den du jetzt die ganze Zeit zugehört hast, glaub mir, der hat überhaupt keine Ahnung. Der Udo, den du dir ausdenkst, den du jetzt vollkommen logisch setzt, dass der die Quelle ist, dass der Lautsprecher das jetzt diese Geräusche von sich gibt. Es wird so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ich kann dir nur eins versichern und das erfordert jetzt in einem gewissen Maß Vertrauen. Ich sage nicht einmal Glaube. Kannst du übrigens hundertprozentig dir bewusst machen, wenn du Bewusstsein bist. Ich bin jetzt bloß eine Information in deinem Kopf. Ich meine ich jetzt den Udo genauso wie den Geist, den du jetzt zuhörst. Als Geist bin ich du und als Udo bin ich ein Gedanke, genauso wie der du zu sein glaubst. Genauso jetzt die Ariane in deinem Kopf oder der sich jetzt dieses Gespräch anhört, der du zu sein glaubst. Es sind Informationen, die schon wieder weg sind, wenn du nicht mehr dran denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und wenn das einmal installiert ist, dass das nicht mehr eine Möglichkeit ist, das sind ja die virtuellen Teilchen, weil ich heute Morgen die Vakuumfluktuationen, das ist immer wieder dieses Fluktuieren, was heißt fluktuieren? Das heißt Wellen aufschmeißen. Und das Vakuum ist ja das Nichts, die Leere. Das ist dieser Geist, der schläft ohne zu träumen. Was ist der eigentlich? Der ist die Nulllinie.
Und wenn er jetzt Gedanken werden aufschmeißt, musst du wissen, dass wir immer diese Einseitigkeit haben. Jetzt denk bitte wieder an den Anfall. Das Wellendal ist eigentlich nichts. Das ist ein ausgedachtes Nichts. Und das ist immer das Nichts, das nötig ist für das Etwas. Egal, wie du das Etwas setzt. Egal, was es ist, ja. Das ausgedachte Nichts ersetzt ein ausgedachtes Etwas. Und das, was ausgedacht wird, das ist auch deine Sinnlichkeit. Jetzt wohlgemerkt, ich gehe jetzt als Quelle nicht von außen auf. Auch die sinnlich von dir wahrgenommenen Informationen sind letztendlich Informationen. Mhm. Und für dich zählt dieses Prinzip, darum sage ich, du bist in der Welt der Einseitigkeit. Man muss sich das sehr, sehr oft anhören. Das ist wie die Sache mit dem blinden Arschloch. Mhm. Jeder Beobachter, der mit irgendeiner Information konfrontiert wird, mit irgendetwas konfrontiert wird, mit dem man nicht einverstanden ist, ist ein blindes Arschloch. Jetzt wiederhole ich nochmal. Wenn du jetzt irgendwelche Menschen in dir auftaucht, egal ob die sinnlich wahrgenommen sind oder ob es bloß Gedanken sind, die in dir auftauchen. Mhm. Der Einzige, der die verändern kann, das ist der, der sich die ausdenkt. Mhm. Aber wieso willst du die verändern? Jetzt kommt die Sache mit der Veränderung. Wenn du einen Krimi liest, zum Beispiel einen Roman liest, hast du das Bedürfnis, die Figuren in den Roman zu verändern. Vielleicht bist du selber ein Autor und kannst sagen, die Geschichte hätte man besser gestalten können. Aber da muss ich immer wissen, dass die Vervollkommnung, für die Vervollkommnung ist es eine Grundvoraussetzung, dass du das, was momentan dir vorliegt, was dir zur Verfügung steht, auch in deinen Speichern, die jetzt nicht unbedingt existieren müssen, auf der tieferen Ebene, die trotzdem rot geschrieben da sind in dir. Vervollkommnung heißt, du musst alles genauso lassen, wie es ist, sondern du machst fehlende Teile hinzu. Ja, ja. Mhm. Und betone ich immer wieder, ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, an deinem momentanen Wissen und Glauben irgendwas zu verändern, an dem Wissen und an den Glauben als Ding an sich, das lasse ich unangetastet. Du kriegst vollkommen Neues, was dir unlogisch, falsch und verkehrt erscheint, kriegst du dazu. Und dann kriegst du zum Beispiel, wenn das zurzeit dein Glaube ist, und ich sage, das Ding hat einen Hängel, dass wenn das heiß ist, du dir die Hand nicht verbrennst. Und du sagst, ich sehe doch, dass das nicht ist. Musst du die Kehrseite anschauen. Ich mache Sachen dazu und dadurch wird das Ding vollkommen. Ja, ja. Die Leute haben eine panische Angst, dass ich ihren Glauben wegnehme. Ich nehme dir denn bloß insoweit weg, um dir leichter die neuen Sachen aufnehmen zu lassen, weil dein Glaube wehrt sich gegen alles, was er nicht kennt. Mhm. Was ihm böse, schlecht, falsch, tödlich erscheint. Das ist das, was dir das ewige Leben gibt. Das ich dir gar nicht geben kann, weil den, den ich die ganze Zeit anspreche, der ist ewig. Darum betone ich immer wieder, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden. Nütze die Chance, die ich dir jetzt mit Holofeeling gebe. Mhm. Holofeeling ist etwas Intimes, da musst du keinen davon überzeugen. Ich sage immer, halt den Mund. Viele haben Konflikte in ihren momentanen Bröselleben aufgeschmissen, ohne Ende, weil sie irgendwelche andere Brösel beglücken wollten mit Holofeeling. Ich sage, du wirst nicht mehr müde davon zu erzählen, wenn du was Schönes erfahren hast, wenn du wirklich merkst, was das für dich bedeutet. Aber wenn du merkst, dass ihn auf der Bröselebene an das nicht will oder diskutieren will, halt den Mund, ändere das Thema. Es ist vollkommen sinnlos. Du kannst einen Gedanken von dir sowieso nichts erklären. Es ist eigentlich immer nur Selbstwiederholung in dem Spiel. Mhm. Ja. Offensichtlich hat der Udo noch am meisten zu lernen, weil der es am meisten erklärt. Aber ich sage immer ganz klar, ich erkläre es dem, der mich ausdenkt. Genau. Ja, Kleine, so ist das Leben. Ja. Jetzt hast du aber ein schönes Selbstgespräch ausgedacht. Ja. Ja, jetzt bin ich auch nicht, dass sich das die Ariane ausgedacht hat. Nee. Das hat sich der ausgedacht, der uns zwei Brösel jetzt ausdenkt. Ja. Mhm. Wenn dir mal diese Bewusstwerdung, dass du jetzt bloß eine vergängliche Erscheinung bist, der Pixelmännchen, die Ariane genauso wie der Udo, da ist doch der, der jetzt vom Computer sitzt und sich das anhört, wesentlich realer wie die zwei Brösel auf der Leinwand. Und dementsprechend so nichtig. Weil es ständige so nichtig. Pass auf, ich zitiere mal den Udo wieder, weil so dumm ist es ja nicht, was er oft sagt, wo ich sage, wenn den, der du jetzt zu sein glaubst, wenn du dem bloß ein Promille so wenig wichtig nimmst, wie der Udo Brösel sich wenig wichtig nimmt. Bloß ein Promille, ein Tausendstel so wenig wichtig nimmst, wie er sich wenig wichtig nimmt. Das habe ich rot wieder gesehen.
Das ist so, so uninteressant. Du wirst merken, das ist eine Riesenfreiheit, die du kriegst in deiner Personifizierung. Da löst sich die Rechthaberei auf. Ja. Diese Einsätze, wenn in dir einer auftaucht, der Recht haben will, alle, die Recht haben wollen, haben kein Recht. Ich will keins haben, weil wenn ich dir das erzähle, was hier hundertprozentig sicher ist, da gibt es jetzt viele, die drüber streiten, weil sie einfach die Döppen noch zu haben, weil es Deppen sind. Weil sie sich massiv durch ihren eigenen Intellekt, den sie zum Denken benutzen, der nicht ihr Glaube ist, immer mach dir immer bewusst, egal an was du glaubst, es ist nicht dein Glaube. Ja. Ob du Moslems bist oder Christ bist, es ist nicht dein Glaube. Es ist dein Schwamminhalt. Dieses einfache Beispiel jetzt auf dieser raumzeitlichen Ebene zeigt dir so, dass wenn Menschen streiten, ob das politische Ansichten sind, egal um was es geht, dass die was absolut setzen, was sie sich gar nicht raussuchen konnten. Was überhaupt keinen Anspruch hat auf Richtigkeit, obwohl es richtig ist. Ein bisschen. Nur weil dir was richtig erscheint, sag ich immer wieder, wenn du was das empfindest, dass für dich was richtig ist, ist es hundertprozentig richtig. Mhm. Selbst wenn du jetzt, ich sage immer wieder, ein Schizophrenen konfrontiert wirst. Ich habe so tausende von Beispielen. Jetzt einmal innerhalb dieser Logik, was bedeutet Schizophrenie? Schau dir Beautiful Mind an. Mhm, ja. Die Nobelpreisträger, den wir uns jetzt ausdenken, der schizophren ist, das ist eine Krankheit. Der sieht Menschen, die sind für ihn vollkommen real. Und der hat die so weit im Griff, dass er dann gemerkt hat, wenn die anderen Menschen die nicht sehen, dann ist es von mir eine schizophrene Figur. Wenn du dich jetzt da mal reindenkst, du hättest es, dass du plötzlich einen Menschen siehst, der neben dir sitzt, ihr seid zu fünft, von dir aus gesehen und eigentlich sind vier Mann behaupten, der andere ist nicht, der fünfte ist nicht da. Ja. Dann musst du akzeptieren, dass du offensichtlich, jetzt passt du dich der Mehrheit an, dass du offensichtlich der Einzige bist, der den sieht und dann setzt du dich selber als verrückt, als schizophren. Aber das ist natürlich jetzt auch wieder so eine Sache, weil das auch zwei Seiten hat. Das Beispiel kann man auch komplett umdrehen. Dass nämlich so viele Menschen um dich herum Sachen sehen, die man überhaupt nicht sieht. Oh ja. Enorm, ja. Die Menschen, die ihr glaubt, draußen zu leben, und es ist jeder normal normierte Mensch, der dem materialistisch-religiöses Weltbild ein Programm in sich trägt, der mit Vergangenheit arbeitet, mit Zukunft und mit einem dreidimensionalen Raum plus Zeit arbeitet, in seiner Logik. Das ist so ein Verrückter. Dass diese Phänomene, diese Informationen existieren, in dem Moment, wo die gedacht werden, da müssen wir gar nicht drüber reden, aber das Trügerische ist schon die Zeit. Denk wieder an mein Buch, wenn du liest. Es kommt nichts nacheinander, chronologisch nacheinander. Es ist jeder Moment jetzt. Das Rote jetzt und das Blaue jetzt muss man verstehen und das Rote hier und das Blaue hier. Wenn du was zu sehen, zu hören, zu schmecken, zu riechen, egal was passiert, es ist hier und jetzt im Zentrum deines Bewusstseins, dass du selbst bist. Und all die Vorstellungen, die du dir ausdenkst, vor dich hindenkst, ob das jetzt eine Erdkugel ist oder Sandkorn ist, ob das Bayreuth ist oder München ist, es ist eine Information, jetzt sind es nur Worte. Und jetzt könnte ich wieder fragen, was denkst du bei dem Wort München? Ja, an der Stadt. Du denkst erst einmal das Geräusch München, das ist ein Geräusch. Jetzt machst du aus dem Geräusch München das Geräusch, das ist eine Stadt. Aber was gibt es für ein Bild? Da gibt es keine Bilder. Sobald du dir jetzt ein Bild machst, dass du dich reinzoomst, die Frauenkirche oder sonst was, das Olympiastadion, dieses Zeltdach, kannst du nur die Bilder machen, wenn das auf deinem Speicher drauf ist. Ja. Was meinst du, wie viele Menschen ich jetzt fragen könnte, wenn wir nach Hamburg oder sonst wo hingehen, mittlere Bildung, du sagst dann, was für Bild denkst du bei München? Da ist nur dieses Gefühl, das ist eine Stadt. Hofbräuhaus. Ich sag, mach ein Bild. Was für ein Bild hast du bei dem Wort Hofbräuhaus? Hast du ein Bild? Ich habe ein Bild. Mehrere. Nee. Gar nichts. Nur Wort irgendeiner Kneipe. Ja. Dass du feststellst, sind Bögen drin, wenn du magst, ein altes Gebäude. Unabhängig davon merkst du, Bilder ist auch bloß wieder Bilder.
Schau doch einfach, was ist. Das ist das Einzige, wo ich dich animiere. Und über das, was jetzt ist, was du erleben kannst, da kann man auch den Glauben verwirklichen. Das bezweifelt keiner. Die Sache mit den Hühnerfarmen, mit dem Schmerz, warum verwirklichst du Schmerz, wenn du keinen Schmerz haben willst? Weil du dir laufend mit dem Zweiten einreden lässt, dass du keinen Einfluss mehr drauf hast. Was dann auch wieder in einem gewissen Maß auch richtig ist, aber nicht in Bezug auf diese Figur, die du bist. Da müsste ich zuerst wissen, dass du, dass wenn jemand von dir redet, dass du keinen Einfluss drauf hast, was du denkst, müsste jetzt erst einmal einen Schritt höher gehen und dann sagen, du bist eigentlich bloß ein träumender Geist. Weil der träumende Geist hat keinen Einfluss drauf, was er denkt. Aber er hat sehr wohl als Ursache für das, was die Menschen denken, die er sich ausdenkt. Von den Menschen, die er sich ausdenkt, ist er die Quelle. Weil die Menschen, die ausgedacht sind, sind so wie der träumende Geist, die träumt. Was er wiederum nicht kann, er kann sich nicht raussuchen, was er sich ausdenkt. Mhm. Jetzt haben wir wieder unsere Hierarchie, unsere Kette. Mhm. Und da haben wir irgendwann einmal von dem Nicht-Einfluss, von der Nicht-Macht, von der Ohnmacht, ein schönes Wort, hin zur Macht, zum absoluten Einfluss, zum Schöpfertum, hängen wir schon wieder eine Linie. Und du wirst wissen, Anfang und Ende, nichts und alles, ist ein und dasselbe. Die zwei Bewegungsrichtungen des Geistes am Anfang von Ich bin du, von dem Buch Ich bin du. Das eine ist das Zerdenken, Puzzlestückchen, aus was besteht es? Wieder Stückchen, Stückchen, du fährst in unendliche Sackgassen rein mit deinem Denken. Die andere Seite, wo kommt dieses Puzzlestück her? Das ist ein Teil von einem Bild. Das Bild wiederum ist wieder ein kleines Teil von noch einem viel größeren Bild. Das ist der Weg der Mystik. Und du wirst in beiden Richtungen, in dieser Vereinzelung, im Zerdenken und in den Einsmachen, in der großen Synthese, landest du letztendlich an demselben Punkt. Das Nichts und das Alles, weil das dasselbe ist. Beides ist etwas, was nicht gedacht oder vorgestellt werden kann. Das war Masi, das bist du. Habe ich auch genügend Beispiele, wenn man sich mit Holofeeling beschäftigt, lang genug. Okay, Kleines, jetzt lassen wir es gut sein. Lassen wir es gut sein. Schauen wir mal, ob das was geworden ist.